Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich heute im Namen der DoD Kapital AG zu unserer Webkonferenz 10 Jahre DoD Zins und Dividende begrüßen. Eingangs von mir der momentan wichtige Hinweis: Alle unsere Webkonferenzteilnehmer, auch der technische Support, wurden heute vor Beginn auf Covid-19 getestet und erfreulicherweise hatten auch alle einen negativen Test. Somit können wir heute Ihnen diese Webkonferenz zur Verfügung stellen. Ja, mit wem haben wir es heute zu tun? Im Raum neben mir sitzt Dr. Jan Erhardt. Er ist zusammen mit seinem Vater Firmeninhaber, er ist stellvertretender Vorstandsvorsitzender, Mitglied natürlich in unserem Strategieteam sowie dem Investmentkomitee. Das heißt, alle wichtigen Entscheidungen bezüglich der strategischen Ausrichtung und Hausmeinung werden mit von ihm getroffen. Und natürlich ist er Fondsmanager des DoD Zins und Dividende sowie des Dividendensubstanz und unserem Asienfonds, des Weiteren auch zuständig für diverse Mandate und Spezialfonds. Mein Name ist Florian Barber und ich verantworte im Hause DoD das Wholesale und den Retail-Vertrieb. Ein paar organisatorische Themen von mir eingangs. Natürlich erhalten Sie wie gewohnt die Aufzeichnung der Webkonferenz. Wir werden Ihnen diese in ein paar Tagen via E-Mail zur Verfügung stellen. Dann können Sie diese auch nochmal in Ruhe natürlich sichten oder auch Ihren Kolleginnen und Kollegen noch zur Verfügung stellen und teilen. Ihre Fragen haben wir sehr zahlreich im Vorfeld erhalten. Wir haben schon versucht, diese bestmöglich sozusagen in unserer Präsentation jetzt zu verarbeiten, Ihnen Lösungen und Ausführungen aufzuzeigen. Des Weiteren haben Sie auch die Möglichkeit, rechts unten im Chatfenster Ihre Fragen uns zu stellen. Wir werden versuchen, am Ende beim Q&A darauf einzugehen. Sehen Sie uns bitte nach, wenn wir es zeitlich nicht alles schaffen. Wir liefern Ihnen die Antworten natürlich nach. Ihre Ansprechpartner werden sich bei Ihnen melden. Ja, gucken wir kurz auf die Agenda. Was haben wir heute mit Ihnen vor? Das Wichtigste am Anfang, unser Geburtstag, 10 Jahre DoD Zins und Dividende. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam diese 10 Jahre Revue passieren lassen. Danach werden wir uns den Kapitalmarkt anschauen. Der Januar ist gut gestartet. Das ist statistisch gesehen ein sehr gutes Zeichen. Danach war auch schon wieder ein bisschen was los. Themen wie Reddit, GameStop. Wir sind gespannt, was uns Jan alles dazu erzählt. Wir haben in diesem Jahr ja schließlich auch noch 11 Monate vor uns. Darauf aufbauen dann die aktuelle Allokation zum DoD Zins und Dividende. Das heißt, wie möchten wir in diesem Jahr für Sie Performance generieren? Und zu guter Letzt, wie avisiert Ihre Fragen? Ja, dann möchte ich an der Stelle das Wort gerne weiterreichen an Jan. Lieber Jan, 10 Jahre DoD Zins und Dividende. Alles hat mal klein angefangen. Auch der DoD Zins und Dividende. Erzähl uns doch bitte von den Anfängen. Wie kam es überhaupt zu der Idee für diesen Fonds? Und was waren vor allen Dingen in den vergangenen 10 Jahren die großen Herausforderungen, aber auch die schönen Erfolge? Somit Jan, the stage is yours. Danke, Florian. Ja, ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Und ja, ich freue mich heute über den Zins und Dividende, über die letzten 10 Jahre sprechen zu können, auch und dann natürlich über unseren Kapitalmarktausblick zu sprechen und darüber, wie der Zins und Dividende aktuell aufgestellt ist. Und später komme ich zu den Fragen. Ja, vielleicht beginne ich einfach mal mit einer Übersichtsfolie zum Zins und Dividende, auch für die Personen, die den Fonds noch nicht kennen, oder auch kurz zu meiner Person hier oben links. Florian sagte schon, ich manage den Fonds jetzt seit 10 Jahren und unter anderem. Es ist allerdings unser größtes Baby, nicht unser ältester Fonds. Mein ältester Fonds ist der Dividende und Substanz, und zwar den manage ich jetzt seit gut 18 Jahren. Und ich kam auch vor im Januar 2003 zur Firma und habe damals den Dividende und Substanz, also einen reinen Aktienfonds, übernommen. 2008 kam dann unser Asienfonds hinzu, dann der Zins und Dividende und hier auch aufgeführt der DWS-Konzept, DoD globale Aktien, den ich von meinem Vater 2014 übernommen habe. Und das ist auch hier, wo meine Hauptzeit, also 90% meiner Zeit, geht seitdem in diese Fonds. Und das ist das, was ich jetzt seit 18 Jahren mache, ist Fonds managen, Firmen analysieren, Märkte analysieren. Und das ist auch das, was seitdem sehr Spaß macht und was ich auch weiter hier natürlich im Haus genauso machen werde. Als Co-Fondsmanager kam vor
kam der Stefan hinzu. Stefan Breitner ist jetzt auch schon seit 15, 16 Jahren im Haus. Mit dem arbeite ich schon sehr, sehr lange zusammen in Bezug auf die Aktienanalyse und jetzt eben seit ein, zwei Jahren auch als Co-Fondsmanager für die Dividendenfonds und für den Asienfonds. Mit Stefan war ich auch immer die letzten 10 Jahre immer in Asien. Letztes Jahr war das erste Jahr, wo ich hier nicht nach Asien reisen konnte. Und ich hoffe, dass es vielleicht noch in diesem Jahr möglich sein wird. Noch nicht ganz sicher. Mal sehen. Aber vielleicht zum Fondskonzept. Vielleicht hier kann man schon einige Sachen lesen. Wichtig ist, der Fonds hat eine maximale Aktienquote von 50%. Und unten rechts in der Folie sieht man einige Kennzahlen. Ich achte auf die Dividendenrendite von den Werten, aber eben nicht nur auf die Dividendenrendite, sondern auch, hier ist als zweites aufgeführt, der freie Cashflow. Was ist der freie Cashflow? Freie Cashflow ist so das, was den Unternehmen an Mitteln, was sie an Mitteln bekommen. Hier kann ich ja nochmal highlighten hier. Sekunde. Ah, jetzt hängt gerade die Maus etwas. Genau, hier unten. Unten rechts. Freier Cashflow liegt aktuell bei 6,2%. Freier Cashflow ist das, was die Unternehmen bekommen an Zahlungsmitteln nach Investitionen und hier sozusagen geteilt durch den Börsenwert der Firmen. Da liegen wir bei 6,2% Rendite und das ist wirklich, was zur Verfügung steht, auch für Dividendenzahlungen oder für Schuldenabzahlungen oder für Aktienrückkäufe. Und das ist insgesamt auch, die später auch noch zeigen, eine relativ hohe Zahl aktuell. Dividendenrendite geschätzt für 21 liegt eben im Durchschnitt bei den Aktien im Fonds bei 3,1%. Zu den Anleihen, da haben wir eine Verzinsung von 1,7 im Durchschnitt aktuell. Komme ich später auch noch näher, da gehe ich darauf ein. Und das Durchschnittsrating liegt bei dreifach B. Duration bei knapp 3 Jahren und inzwischen ist der Fonds deutlich über 2,2 Milliarden groß. Und genau, so hier sind einige Übersichtsdaten. Ich komme gleich mal zur Wertentwicklung hier auf der linken Seite der Grafik. Und wir haben diese zwei Grafiken genommen von Morningstar. Und Morningstar hat jetzt hier unseren Fonds dargestellt und eben zu einer in Bezug gestellt zu einer Vergleichsgruppe von passenden anderen Mischfonds, von anderen ausgewogenen Mischfonds. Und die Grafik nehme ich immer gerne natürlich auch, weil sie sieht natürlich auch sehr schön aus, gerade jetzt hier auf der linken Seite die Wertentwicklung. Und hier sieht man in den ersten Jahren, dass der Fonds nach Auflegung sehr ähnlich zur Vergleichsgruppe sich entwickelt hat, leicht besser. Und dann auch gerade im Jahr 2015 so einen kleinen Sprung gemacht hat. Gerade Anfang des Jahres 2015 hatten wir hier einige Sachen auch recht gut gesehen. Thema zum Beispiel die Schweizer Franken Aufwertung. Wir haben uns lange mit dem Thema Notenbanken auch beschäftigt. Und Notenbanken ist ja die Entwicklung von Zinssätzen, aber auch Notenbankpolitik ist ja etwas wie unser Steckenpferd. Und hier hatten wir zum Beispiel, das war so ein Thema, was wir recht gut gesehen hatten. Und aber generell haben wir uns in den letzten 10 Jahren in den Aufwärtsmärkten ähnlich wie die Märkte entwickelt. Aber was mir vor allem wichtig ist und wo wir, glaube ich, was auch für die Zukunft wichtig sein wird, ist, und das sieht man auf der linken Seite, dass wir auf der rechten Seite der Chart, dass wir uns in den Abwärtsmärkten besser als der Wettbewerb oder als der Markt entwickelt haben. Also wir hatten geringere Drawdowns hier rechts dargestellt und das in den letzten 10 Jahren gab es vier Phasen, die besonders schwierig waren. Einmal 2011 die Euro-Krise, dann kam 2000, kann ich auch hier mal zeigen, genau 2011 Euro-Krise, dann kam das Jahr 2015, 16, wo die Märkte sehr, sehr volatil waren und eben auch teils deutlich gefallen sind und dann das Jahr 2018 und jetzt natürlich 2020 die Corona-Krise. Und hier würde ich gerne auf diese vier Phasen einmal eingehen. Wie haben wir uns, warum haben wir sozusagen uns in den Phasen besser entwickelt als der Markt und welche Indikatoren haben uns hier geholfen? Ich beginne gleich mal mit der Euro-Krise 2011 vor allem, aber es hat auch schon früher begonnen im Jahr 2010. Und hier in der Grafik ist dargestellt
der Eurostoxx hier in Blau. Und als Linie, als Balken sieht man die Geldmenge M1 in der Eurozone. Und wenn man unsere Vorträge hier im Haus auch von meinem Vater kennt oder von mir kennt, wir schauen immer sehr stark auf die Geldmengenentwicklung. M1 ist also Geldmenge, was ist wirklich auf den Konten verfügbar und wie wächst das Geld, was auf den Konten ist. Wächst das mit wie viel Prozent pro Jahr im Vergleich zum Vorjahr? Und hier sieht man eben, dass die Geldmenge zwischen 0 und in der Spitze 15% in den letzten, jetzt hier dargestellt, seit 2007, 2008, wie stark die Geldmenge gewachsen ist. Und eine Phase kam nach der Finanzkrise, hat die Notenbank erstmal, war sehr unterstützend in Europa, die Geldmenge ist stark gewachsen. Und dann kam allerdings eine Phase ab 2010, wo die Geldmenge deutlich, also das Wachstum deutlich zurückgegangen ist. Genau, das sieht man hier ganz gut. Hier kam dieser deutliche Rückgang des Wachstums der Geldmenge, fast Richtung 0%. Und das war die Phase, als gerade die Peripherieländer deutliche Schwierigkeiten hatten, beziehungsweise die Zinssätze in den Peripherieländern deutlich gestiegen sind. Und hier kam es dann auch im, zum Beispiel im August 2011, dann auch ist auch der DAX fast 30% gefallen in dieser Phase. Und auch eben, man sieht es auch ganz gut hier, der Eurostoxx deutlich gefallen. Konnte man zum Teil eben sehen, dass bei der Notenbank da sehr, sehr vorsichtig war. Und hier, und das würde ich auch sagen, 2011 war wahrscheinlich gleich das erste Jahr vom Zins und Dividende. Und auch jetzt in meiner 18-jährigen Laufbahn als Fondsmanager war für mich somit das schwierigste Jahr auch, weil das dann sozusagen auch gerade hier sehr lokal, gerade in Europa die Krise war. Und er hat dann erst richtig geendet, als Draghi das Whatever it takes ausgesprochen hat. Und das hatte man dann auch gesehen, dass dann wieder die Geldmenge deutlich gestiegen ist, sodass wir dann auch deutlich die Aktienquote deutlich erhöht hatten. Aber 2011 war mit 2020 waren die zwei Phasen, wo die Aktienquote im Zins und Dividende am allerniedrigsten war. Und dann kam eine relativ gute Börsenphase bis Mitte 2015. Und dann kam ein starker Rückgang ab 2015. Hier kam die Krise eben nicht von der Notenbank und nicht aus Europa, sondern hier kam die Krise aus Asien. Und zwar ganz speziell aus China. Und zwar hier mal in der Grafik, hier auf Folie 6 dargestellt, der chinesische Aktienmarkt, hier CSI 300 in Blau dargestellt und noch die chinesische Währung zum US-Dollar in Orange dargestellt. Und im August 2015 kam diese überraschende Abwertung des Renminbi. Die kann man hier sehr gut sehen. Da haben wir sie, die Abwertung hier in Orange, wo der Renminbi deutlich abgewertet hat. Und gleichzeitig davor hatten wir eine ziemliche Spekulation, gerade von Kleinanlegern in China, der Aktienmarkt ist stark gestiegen und dann eben ab dem Sommer deutlich gefallen. Und nicht nur der Aktienmarkt ist gefallen in dieser Phase, sondern auch der Immobilienmarkt ist deutlich gefallen in China zu dieser Phase. Also hatten wir stark fallende Aktienmärkte auf der einen Seite, wir hatten fallende Immobilienpreise. Wir hatten eine Kapitalflucht hier, die man ganz gut an der Währung sehen kann. Der Renminbi, der in Hongkong gehandelt wurde, der Offshore-Renminbi, hatte einen Abschlag gegenüber, also er wurde sozusagen, also hat einen, der hatte hier ein, es wurde mehr dann dort verkauft als in China. Also man hat sozusagen eine Art Kapitalflucht gesehen und das kann man auch, diesen Auf- und Abschläge vom Renminbi sieht man auch in der unteren Grafik. Das war diese Phase, als man gesehen hat, dass diese Kapitalflucht in China herrschte. Die ganze Krise ging bis 2016 und hat dann Anfang 2016 schon nachgelassen. Die Kapitalflucht hat nachgelassen, die Immobilienmärkte wurden unterstützt und sind wieder gestiegen, sodass wir dann auch wieder optimistisch wurden. Auch zu der Phase hatten wir auch, sind die Rohstoffpreise sind stark gefallen, sodass wir im Zins und Dividende auch einige Rohstoffanleihen gekauft hatten, weil wir gesehen hatten, dass die Krise in China wohl vorbei ist und sich wieder besser entwickelt. Aber das war eine relativ schwierige Aktienphase, deswegen hier mal dargestellt. Und genau, jetzt habe ich schon zwei der Krisen aus den letzten 10 Jahren. Und vielleicht zur dritten Krise. Dritte Krise war 2018, auch in 2019, der Handelskrieg USA und China. Und der Handelskrieg
USA mit China und auch so die Phase, wo man auf jeden Tweet von damals von Ex-Präsident Trump geschaut hat. Und war sozusagen auch teilweise waren die Märkte hier gerade auch für die deutschen Exportunternehmen war das doch eine sehr schwierige Phase. Und diese Phase war gleichzeitig, kam zusammen mit in 2018, als die Fed, die Notenbank, die Bilanzsumme die Bilanzsumme reduziert hat. Schauen, ob man das zeigen kann. Genau. Hier sozusagen sieht man in Orange die gesamte Bilanzsumme. Und gerade in 2018 ist die Bilanzsumme gesunken. Etwa bis September, Oktober 2000, haben Sie hier genau, ja doch, nee, so bis 2019 wurde die Bilanzsumme reduziert und gleichzeitig eben dieser Handelskonflikt. Also deswegen auch eher schwierigere Märkte, auch gerade nicht nur in Asien, sondern eben auch in Europa. Und auf der anderen Seite hatte man dann auch in 2019 zusätzlich noch nicht noch die Unruhen in Hongkong gesehen. Hier ist zum Beispiel ganz unten rechts ein Foto, was ich das war im September 2019 in Hongkong gemacht hatte. Da war ich mit meinem Kollegen Stefan Breitner, mein Vater war da auch zu der Zeit auch mit vor Ort und wo wir dann eben vor Ort auch mit den einzelnen Personen gesprochen haben, um auch erstens den Handelskonflikt besser zu verstehen, aber eben auch die Situation in Hongkong besser einzuschätzen. Also hier sozusagen gerade diese Kombination einerseits aus der Handelsseite, aber auch wieder die monetäre Politik, die man eben einschätzen musste, um auch zu sehen, wie lange senkt die US-Notenbank die Bilanzsumme und wann steigt die Bilanzsumme wieder. Und hier hatten wir auch ein Gespräch, zwar interessanterweise auch in Hongkong, damit mit Frau Yellen, die eben ganz klar auch kommuniziert hatte, dass es da zu diesem Zeitpunkt gerade dann in 2019 dann auch vorbei ist und man wieder ein Wachstum der Bilanzsumme anstrebt. Aber hier war es eben auch wichtig, auch wirklich vor Ort zu sein. Und hier hatten wir dann in 2019 auch trotz der Konflikte in Hongkong, zumindest konnte man sehen, dass der Handelskonflikt sich nicht so negativ dann mehr auf China auswirkte. China dann sehr stark schon wieder gewachsen ist in dieser Phase, sodass man da auch gegen Ende 2019 wieder optimistischer sein konnte. Genau, und jetzt kommen wir zum letzten Jahr. Das letzte Jahr wird jetzt natürlich besonders wichtig. Und hier eine Grafik, die ich noch darstellen möchte, das war eine Grafik, die ich gezeigt hatte, und zwar genau vor einem Jahr bei einem Vortrag der Sparkasse Kaufbeuren. Da war ich mit meinem Kollegen Florian Bohnet. Und hier hatten wir also wenn jemand von der Sparkasse Kaufbeuren heute hier dabei ist, dann ganz herzliche Grüße. Und ich weiß noch, wie ich diese Grafik eben gezeigt hatte. Damals hatten wir verglichen, das war eben Anfang Februar 2020. Und haben jetzt damals SARS, also Covid und SARS miteinander verglichen und wie schnell die Infektionszahlen in China damals bei SARS und bei Covid angestiegen sind. Und in der linken Grafik zu der Phase hatten wir weltweit 60.000 Fälle, alle in China. Und hier konnte man es mit SARS vergleichen. In SARS hatte in Summe gut 8.000 Fälle und es hat 60, 70 Tage gedauert, bis diese 8.000 Fälle erreicht wurden. In China war es so, dass wir 8.000 Fälle schon nach 10 Tagen hatten. Also hier hatte man diese deutlich stärkere, also gesehen, wie stärker Covid ansteckend ist im Vergleich zu SARS, was auch die Region damals große Auswirkungen hatte. Und auf der rechten Seite sieht man auch die Todesfälle, wie stark die angestiegen sind im Vergleich zu SARS 2003. Und hier die Hoffnung war damals noch zu dem Zeitpunkt, dass das Ganze auf China begrenzt bleibt. Aber in dem Moment, also am 24. oder am 2., also 3, 22., 23., 24. Februar, als die ersten Fälle in Italien kommuniziert wurden, da wusste man, dass Corona sozusagen oder Covid sich weltweit ausbreiten wird. Und das war dann auch die Phase Ende, also ab dem 24. oder ab ja, 20., 24. Februar, wo wir dann die Aktienquote extrem reduziert haben. Das sieht man in der Grafik. Wir haben die Aktienquote von den eben knapp 50% auf 25% gesenkt. Der Fonds hat ja eine Mindestaktienquote von 25%, also kann da variieren zwischen 25 und 50 und sind dann runtergegangen bis Anfang März auf wirklich auf die 25% Aktienquote.
sehr schnell. Und das sieht man hier in der Fläche. Hier ist sozusagen sehr stark die Aktienquote gesenkt auf die 25%. Skala ist hier rechts, Nettoaktienquote. Genau, sehr stark gesenkt. Und der Fonds ist danach auch wenig gefallen. Die Werte, die wir behalten haben, waren eher defensive Titel und waren dann schon, also selbst wenn der Markt noch stärker gefallen wäre, hatten wir sozusagen, waren wir schon recht defensiv hier aufgestellt zu diesem Zeitpunkt und haben dann auch diese sehr niedrigen Kurse. Hier ist der Weltindex, der 30% verloren hatte. Wir waren jetzt in 2020, haben wir nie mehr als 10% verloren im Fonds und haben dann auch die niedrigen Kurse genutzt, um wieder Aktien zu kaufen. Also die Aktienquote ist dann auch schon, sieht man hier ganz gut, ist dann auch schon sehr schnell wieder angestiegen. Nicht wieder auf 50%, aber doch wieder deutlich über 40%, auch schon im April letzten Jahres. Und der Grund hierfür ist wieder mal die Notenbank, die Notenbankpolitik. Und hier hatten wir gesehen, dass die Notenbank in den USA die Bilanzsumme extrem ausgeweitet hat, schon gleich zum Beginn der Krise. Sieht man hier von 4.000 Milliarden auf über 7.000 Milliarden in kürzester Zeit. So dass wir dann tatsächlich auch, wo wir sagen, obwohl wir zu Beginn dieser gesamten Corona-Krise waren, schon die Aktienquote wieder erhöht hatten, weil wir gesagt haben, trotz dieser Problematik und der fundamentalen Auswirkungen sind die monetären Signale so extrem, dass wir wieder die Aktienquote erhöhen können. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich vor allem in der Phase, als wir Aktien verkauft haben, davor vor allem Industrien verkauft, die besonders betroffen sind weiterhin. Ja, aber genug zur Vergangenheit. Wichtiger jetzt der Kapitalmarktausblick, aber ich wollte nochmal darstellen in den letzten 10 Jahren, was sind so unsere Indikatoren? Klar, viele monetäre Indikatoren, aber nicht nur, sondern man muss auch wirklich auch viele Parallelen, kann man auch mit anderen Indikatoren zur Vergangenheit ziehen oder eben auch sich an neue Gegebenheiten anpassen. Und genau, so viel jetzt sozusagen zur Vergangenheit. Aber wichtig eben auch für die Zukunft ist mir, dass man in Krisenphasen wirklich weniger verliert, damit man dann auch sozusagen stärker aufholen kann und insgesamt dann auch eben so besser als der Markt ist. Ja, zum Ausblick. Noch ein letztes Mal eine Geldmengengrafik und dann verspreche ich auch, lasse ich auch für die Präsentation, bringe ich keine Geldmengenchart mehr. Aber hier tatsächlich noch ein letztes Mal noch zum Ausblick, weil das einfach so wichtig war im vergangenen Jahr, die steigende Geldmenge und die Notenbankpolitik. Und das ist immer noch ein Thema, was die Aktienmärkte weiterhin unterstützt. Also hier mal so eine längerfristige Grafik, S&P 500 gegenüber und die US-Geldmenge. Und hier sieht man, dass die US-Geldmenge aktuell mit 67% wächst gegenüber dem Vorjahr. Und das gab es historisch noch nie. Also wir sind auch noch einige Jahrzehnte nochmal zurückgegangen und haben uns das noch länger angeschaut. Also das ist wirklich eine extreme, eine nie dagewesene Situation und die immer noch anhält und immer noch unterstützend für die Aktienmärkte wirkt. Also hier die Notenbankpolitik. Jetzt ist die Frage, wenn die Notenbank so stark eingreift und so viele Anleihen aufkauft, welche Auswirkungen hat das auf die Inflation? Und hier ist mal die Inflation der Eurozone dargestellt und viele, die den Vortrag von mir schon gehört haben, die Chart zeige ich immer gerne, weil das immer ganz gut zeigt, auch wo stehen wir im Moment und wie kommt die Inflation in der Eurozone zustande, was sind die Komponenten der Eurozone. Und jetzt hier zum Ende letzten Jahres waren wir bei minus 0,3% in der Inflation und also leichte Deflation.
minus 0,3%. Die größte Komponente war hier der Ölpreis, der hier und hier stark verloren hatte, mit minus, also die Ölpreiskomponente minus 0,7%. Leicht steigend waren die Inflation in den Dienstleistungen, die Komponente 0,3, Nahrungsmittel 0,2 und Industriegüter minus 0,1. Und was man hier in der Grafik ganz gut sehen kann, ist, dass am volatilsten ist immer der Ölpreis. Deswegen ist der Ölpreis auch nochmal in der unteren Teil der Grafik dargestellt. Aber hier der Ölpreis, hier konnte man es auch sehen, hier war der Ölpreis auch, hat im Vergleich zum Vorjahr deutlich nachgegeben in 2016, weil wir eben 2015 diese Krise hatten, die ich erwähnt hatte in China. Und der Ölpreis kam deutlich zurück. Und wir hatten auch hier eine negative Inflation. Und das hat sich dann sehr schnell umgekehrt im Jahr 2017, sodass dann sozusagen hier ist der Ölpreis hier und hier wieder gestiegen. Und die Komponente wurde vom negativ zu positiv, sodass die Inflation recht schnell auf 2% damals Gesamtinflation angestiegen ist. Und ziemlich genau das Gleiche erwarten wir jetzt auch. Man sieht, der Ölpreis steigt im Moment im Vergleich zum Vorjahr, fängt jetzt an zu steigen. Also der Ölpreis ist ja letztes Jahr klar zu Beginn der Corona-Krise gesunken. Und wenn wir jetzt in den nächsten Monate kommen, gerade in den Monat März und April, haben wir eine ganz schöne hier und hier Steigerung beim Ölpreis, sodass sich diese Komponente umkehrt, sodass wir in der Eurozone sehr schnell wieder Gesamtinflationsraten von 1 bis 2% sehen werden. Und ich glaube, das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. In den USA sind wir sogar noch 1% höher. Da gehen wir eher so zwischen sehen wir Inflationsraten recht bald zwischen Gesamtinflation von 2 bis 3%. Ist, glaube ich, noch kein Beinbruch, noch keine negative Auswirkung auf die Aktienmärkte haben. Aber man sieht schon, wo die Richtung hingeht und dass es durchaus, dass die Inflation nicht ganz bei Null stehen bleibt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, sozusagen da genau zu verfolgen. Und auch eben auch für die Anleihenseite, zu der ich gleich komme, ist das, glaube ich, auch besonders wichtig. Wo gibt es hier Chancen und wie muss man sein Portfolio aufstellen, wenn jetzt wirklich auch die Inflation auch mal an 2% steigt? Und ich komme gleich mal zu den Anleihenzinsen im Vergleich zu den Dividendenrenditen. Ich werde mal gerne gefragt, sind Dividenden die neuen Zinsen? Ja und nein, würde ich sagen. Man kann es auch nicht pauschal sozusagen so pauschalisieren. Es ist für einzelne Länder, würde ich das ganz klar bejahen. Wenn ich mir jetzt hier anschaue, in dem orangen Strich dargestellt, sieht man die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen für einzelne Länder. Frankreich, Deutschland, Schweiz natürlich negativ. Dann haben wir einige Länder mit sehr niedrigen 10-jährigen Staatsanleihen, wie jetzt die USA mit einem guten Prozent. Und dann haben wir einige, wie soll man sagen, etwas spekulativere Länder mit hohen Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen jeweils. Und in Balkengrafiken sieht man die Dividendenrendite hier vom sozusagen vergangenen Jahr, die relativ niedrig ist, weil die Dividenden im letzten Jahr gesunken sind und voraussichtlich jetzt dieses Jahr auch wieder oder jetzt von jetzt an wieder steigen sollten. Aber man sieht ganz gut, zum Beispiel in der Schweiz haben wir jetzt für dieses Jahr geschätzt ca. 3% Inflation, 3% Dividendenrendite der SMI-Aktien und eine deutlich negative Verzinsung bei den Staatsanleihen. Und hier würde ich ganz klar sagen, okay, auch wenn man sich anschaut, in welche Branchen hier vor allem in dem S&I vertreten sind, das sind doch in der Regel auch defensive Branchen, also hier ganz klar sind die Dividendenrenditen deutlich höher, 3,5% höher als die 10-jährigen Staatsanleihen und auch im Endeffekt viel attraktiver als Beispiel. Und genauso, also würde ich das so sagen, also hier würde ich immer die Dividenden beziehungsweise die Aktien vorziehen, aber es gilt eben nicht für jedes Land. Es gibt auch, also allein aus Diversifikationsgründen, auch Länder wie die USA, die man hinzunehmen kann, aber eben mit nicht zu langen Laufzeiten, meiner Meinung nach aktuell, sondern eher mit sehr kurzen Laufzeiten. Und die auch eben gerade vor allem auch von der Diversifikationsseite interessant. Aber man findet auch wieder einzelne Regionen. Wir haben zum Beispiel chinesische Staatsanleihen auch schon seit längerem im Portfolio, im Zins und Dividende, aber hatten auch im letzten Jahr auch andere aus zum Beispiel auch Indonesien ist ich glaube auch bei den Top 10 Werten ist eine indonesische Anleihe dabei.
Und ich glaube, Brasilien war uns immer etwas zu gefährlich, aber Mexiko hatten wir zum Beispiel auch vertreten. Das kann man immer ganz gut dann auch in den Jahresberichten sehen. Also deswegen Beantwortung der Frage, ja, Dividenden sind die neuen Zinsen in einzelnen Ländern, aber das gilt in keinem Fall pauschal. Und man muss natürlich auch noch also muss da sozusagen ganz genau hinschauen. Und man findet aber nicht nur bei den Staatsanleihen noch das eine oder andere Land, sondern auch gerade auch bei den Unternehmensanleihen. Da komme ich später noch darauf zu sprechen. Hier ein Thema, was ich immer gerne nochmal zeige, Growth gegen Value. Wir haben 2003, als ich begonnen habe mit dem Zins und Dividende, ich habe davor im Aktienresearch bei der Credit Suisse im Technologiebereich gearbeitet und bin dann sozusagen auf die Value-Seite, habe dann auf die Value-Seite gewechselt in 2003 mit dem Dividende und Substanz. Und es waren die ersten Jahre, war eine Phase von 2003 bis 2007, wo Value-Aktien deutlich besser waren und deutlich die Growth-Aktien outperformt haben. Und jetzt die letzten 12, 13 Jahre waren die Growth-Aktien natürlich, wie man weiß, waren noch die großen US-Unternehmen deutlich besser als die Value-Werte. Also hier hatte man sozusagen als Value-Anleger auch deutlichen Gegenwind. Nichtsdestotrotz dadurch, dass wir auch gerade auf die freien Cashflows schauen, die bei den Tech-Werten in den letzten Jahren oftmals sehr, sehr gut, also die hatten sehr, sehr gute freie Cashflows, sodass wir eben auch Technologiewerte im Portfolio hatten. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, auch für die Zukunft, dass man dann nicht nur sich auf einen Stil fokussiert, sondern dass man eben auch beide Bereiche kennt. Nichtsdestotrotz muss man sagen, jetzt die Tech-Werte sind stark gestiegen. Und nicht nur wegen besserer Gewinnentwicklung, sondern auch, weil sie auch teurer geworden sind. Also in Europa sieht man zum Beispiel also die Differenz bei den Dividendenrenditen zwischen Value und Growth ist größer geworden. Genauso auf der rechten Seite hier das Kursbuchwert. Der Buchwert ist ja das Eigenkapital einer Gesellschaft. Und das Eigenkapital ist auch der Liquidationswert, also Buchwert ist auch so eine Art Liquidationswert, wenn die Assets richtig bewertet sind. Und hier sind wir bei den Value-Werten gerade mal bei gut 1. Also deswegen die Value-Werte in Europa sind gerade mal etwas mehr als mit dem Liquidationswert der Firma bewertet. Also da ist das Chance-Risiko-Verhältnis meiner Meinung nach durchaus gar nicht so schlecht. Zumal hier sieht man auch auf der linken Seite nochmal die Dividendenrendite. Dividendenrendite ist auch von den Value-Werten gefallen, auch weil die unter anderem jetzt auch zuletzt oder Ende letzten Jahres auch gestiegen sind und auch zum Teil jetzt aktuell steigen. Und weil auch zum Teil Dividenden gekürzt wurden. Hier waren wir im Zins und Dividende doch, hatten im Endeffekt kaum Titel, die die Dividende ganz ausgesetzt haben oder stark gekürzt haben, weil wir eben doch sehr stark auf dieses Thema freie Cashflows schauen und die freien Cashflows bei dem Unternehmen haben ausgereicht für die Dividendenzahlungen in der Regel. Eine Grafik noch zum freien Cashflow hier mal einfach für einige Sektoren mal dargestellt. Freie Cashflows, wie ist die Rendite dieser freien Cashflows, der von Basic Resources, von dem Chemiesektor, vom Bausektor oder vom Telekomsektor? Und in dunkelgrau hier dargestellt ist der Telekomsektor, die höchsten jetzt von den vier Sektoren, die höchsten freien Cashflows hat, mit über 10%. Und klar, der Telekom-Sektor ist jetzt kein Sektor, der besonders sexy ist oder besonders wächst. Im Gegenteil, das ist ein sehr, sehr geringes Wachstum, was man bei vielen Unternehmen sieht. Und nichtsdestotrotz ist die freie Cashflow 10% bei einem Unternehmen sehr, sehr gut. Also wenn die dann 5%, 6%, 7% Dividende zahlen, können sie sich dann dementsprechend leisten. Auch wenn natürlich man sehen muss, dass natürlich das Wachstum begrenzt ist. Aber nichtsdestotrotz, wenn man 10% freie Cashflow jedes Jahr erzielt, ist das schon mal ganz attraktiv. Und interessanterweise hatte ich heute auch mal nachgesehen, der Telekom-Sektor ist auch year to date mit der beste Sektor, mit Technologie auch, aber mit der beste Sektor in Europa dieses Jahr. Also auch so ein langweiliger Sektor, wenn er eben entsprechend günstig ist, kann interessant sein.
hier nochmal dargestellt. Oder auch jetzt hier der Bausektor. Und gerade Bausektor finde ich auch ganz interessant für die nächsten Jahre, wenn doch ein bisschen mehr fiskalpolitische Maßnahmen kommen, hier auch investiert wird, auch in erneuerbare Energien. Unter anderem kommt es auch dem Bausektor oder einzelnen Teilen im Bausektor zugute. Also hier deswegen auch von der Bewertung her ganz attraktiv. Aber kommen wir auch noch zu ein, zwei ganz anderen Punkten, was man aktuell sieht am Markt. Und was ganz spannend ist zu beobachten, dass das Interesse am Aktienmarkt deutlich zunimmt. Also alleine, wenn man jetzt sieht, was jetzt in den letzten Jahren hier seit 2004, 2005, wie oft im Internet eingegeben wurde, how to invest, sieht man, dass wir hier einen neuen Hochpunkt haben. Das sozusagen also hier von der Markttechnik eher etwas, sieht es doch deutlich, also doch überreizt aus. Ähnlich war es in 2017 auch der Fall. Damals interessanterweise auch so ein Hoch bei den Kryptowährungen. Aber auf der anderen Seite sieht man auch, es wurde immer auch sehr stark eingegeben, Stock Market Bubble. Und das hebt das so ein wenig auf, aber man muss es sehr genau beobachten, was hier passiert am Markt. Aber es ist doch ganz spannend zu sehen, wie hier über verschiedene Firmen, wie jetzt zum Beispiel auch Robinhood oder andere Firmen natürlich auch genauso in Europa, wie jetzt sozusagen Anleger auch, man sagt, kommissionsfrei handeln können, aber es gibt natürlich auch immer Bid-Ask-Spannen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Aber hier sieht man doch dieses große Interesse und wie viele neue Konten gerade aufgemacht werden. Das sieht man eben auch in Deutschland. Das führt natürlich auch zu deutlichen Verzerrungen am Markt. Klar, man hat jetzt die letzten 2 Wochen die GameStop-Aktie immer das rauf und runter genau beobachtet. Und es ist schon extrem, wenn man sieht hier auf der linken Grafik, das Handelsvolumen von GameStop war an einzelnen Tagen höher als von Alphabet, Amazon, Apple, Facebook und Microsoft zusammen. Also da sieht man schon, was da auch passiert ist und welchen Einfluss dann auch also jetzt hier Thema Reddit, einzelne Plattformen haben oder eben auch jetzt hier einzelne Personen, Thema Wall Street Bets, welche Auswirkungen die haben und wie das dann auch entsprechend promoted wird. Also das ist, glaube ich, schon ein Thema, was man auch genau beobachten sollte. Und was dann auch wahrscheinlich für einige Verzerrungen sorgen kann, auch in den kommenden, auch in den kommenden Wochen. Ja, vielleicht zur Allokation vom Zins und Dividende. Hier nur wenige Worte. Die durchschnittliche Dividendenrendite hatte ich schon erwähnt. Die durchschnittliche Verzinsung hatte ich auch schon genannt. Mit 1,7% Durchschnittsrating auch schon. Hier ist nochmal die Bonitätsstruktur auf der rechten Seite dargestellt. Und von Dreifach A bis Dreifach B. Wir haben auch einige Anleihen im Doppel-B-Bereich, obwohl hier zum Beispiel auch Anleihen von Tesla zum Beispiel dazu gehören. Und also hier hatten wir auch die letzten Jahre, die hatte man bei den Top 10 bei mir immer in den letzten Jahren schon gesehen. Hier hatten wir auch vor einem Jahr noch keine Angst, dass diese Anleihe nicht zurückgezahlt wird. Und die Angst besteht auch meiner Meinung nach weiterhin nicht. Deswegen ist die auch noch in den Top 10 Werten vertreten. Ja, genau. Duration halten wir kurz. Ich hatte schon das Inflationsthema hatte ich schon angedeutet. Hier noch die aktuelle Sektorallokation der Aktien unten dargestellt. Wie hoch ist die Gewichtung in einzelnen Sektoren? In Orange sind wir dargestellt, in Blau der Weltindex. Oben die Unter- und Übergewichtungen. Wir haben eine Untergewichtung im Technologiebereich, die daher kommt, weil eben doch sozusagen von der Bewertungsseite her Technologie stark gestiegen ist.
auch wenn Technologie so ein großer Sektor geworden, absolut gesehen der größte Sektor ist. Aber eben nichtsdestotrotz haben wir hier eine Untergewichtung, auch eine Untergewichtung im Pharmasektor, weil Pharma meiner Meinung nach einer der großen Verlierer der Corona-Krise ist. Und das kann sich allerdings meiner Meinung nach auch, da komme ich vielleicht noch später noch dazu, kann sich auch, wenn man jetzt sozusagen anschaut, was könnte für dieses Jahr auch oder gerade im weiteren Jahresverlauf interessant sein oder welche Sektoren könnten sich dann auch irgendwann wieder erholen von dieser Situation. Da gehört dann sicher auch der Pharmasektor dazu. Es gibt ja manche Sektoren und manche Industrien, die es auch längerfristig meiner Meinung nach schwierig haben werden, weil man sich doch an bestimmte, also zum Thema Retail, man hat sich doch an bestimmte Sachen gewöhnt in den letzten 12 Monaten und die meiner Meinung nach auch nicht ganz wegzudenken sind. Aber Pharma wird sicherlich wieder ein Sektor sein, der dann auch nach der Corona-Krise sich wieder besser entwickeln wird, wenn wieder mehr Menschen auch in Krankenhäuser gehen können und sich auch trauen, in Krankenhäuser zu gehen. Genau, ansonsten sind wir in vielen Bereichen, also wir sind sicher gut diversifiziert, sind aber auch in einigen Bereichen sehen wir auch Chancen. Gerade den Bausektor hatte ich auch schon genannt. Ja, die Top-10-Werte zum Ende des letzten Monats. Hier keine großen Veränderungen. Eine Anleihe ist jetzt hier, sieht man die Nummer 3, ist auch jetzt schon ausgelaufen, zurückgezahlt. Hier haben wir jetzt etwas höher rentierlich neu angelegt. Ansonsten, vielleicht hier zu erwähnen, noch nicht erwähnt, hatte ich Hannover Rück. Sicher meiner Meinung nach auch, kennen wir jetzt auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, auch dieses Jahr bereits getroffen. Das gleiche gilt natürlich auch für Lafarge, wo wir den CEO dieses Jahr auch schon, jetzt virtuell natürlich, aber auch schon ein Gespräch hatten. Und rein von der Bewertung her sehen wir da weiter gute Chancen, sonst wären sie ja nicht hier vertreten, diese Titel. Ja, hier vielleicht eine Sache, die mich besonders gefreut hat. Da war in einer, jetzt vor, ich glaube, es war vor 3 Wochen, hatte ich gesehen, auf einer Internetseite wurden die besten ausgewogenen Mischfonds eben in den letzten 10 Jahren dargestellt. Und hier hatten wir in der Kategorie Sharpe Ratio waren wir ganz oben, also sprich Chance-Risiko-Verhältnis. Der Zins und Dividende hier, die E-Tranche hat 6,1 im Durchschnitt pro Jahr erzielt, nach Kosten natürlich, und bei einer Volatilität von 6,2%. Und hier hatten wir das beste Sharpe Ratio im Vergleich zu den ganzen Wettbewerbern. Und das hatte mich sehr gefreut. Und da an dieser Stelle möchte ich mich auch bei Ihnen allen bedanken. Weil ohne jetzt sozusagen, wenn das Interesse und auch das Vertrauen jetzt von Ihnen nicht da gewesen wäre in den letzten ganzen Jahren in unser Haus oder auch in mich, hätte man nicht, wäre man in so einer Tabelle wahrscheinlich gar nicht, würde man in so einer Tabelle gar nicht vorkommen, da wäre der Fonds viel zu klein geblieben und es gäbe gar kein Interesse an dem Fonds und auch so gerade sowas motiviert, auch wenn jetzt das Interesse da ist, auch ein Fonds vom Volumen her wächst, das motiviert die Kollegen, das motiviert sozusagen hier bei uns das ganze Haus und auch mich und freut einen auch sozusagen auch genauso weiterzumachen und sich eben auch in der Zukunft sehr, sehr anzustrengen, dass man auch in den nächsten Jahren ein gutes Ergebnis erzielt. Ja, hier nochmal die von der Publikumstranche, die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre, 5,8% nach Kosten. Genau, ja, hier sieht man auch ganz gut so die einzelnen schwierigeren Zeiten. Genau, 2011, 2015, dann hatte ich 2018 erwähnt, das ist hier, und dann eben die Corona-Krise. Ja, so viel von meiner Seite. Genau, einige Auszeichnungen, aber dann würde ich gerne zurückgeben an den Florian. Ja, Jan, vielen Dank für deine Ausführungen, sehr spannend.
Wir haben auch sehr viele Fragen. Ich bin hier gerade noch ein bisschen auch am Mitschreiben und mich sortieren. Ich versuche auch so ein bisschen die Fragen thematisch zu bündeln und zusammenzufassen. Ich muss auch schon vorwegschicken, wirklich sehen Sie es uns nach. Das werden wir nicht ansatzweise jetzt schaffen in den nächsten Minuten, aber wir liefern die Antworten nach. Einmal das Thema Renten. Jan, ein Kunde fragt hier, und ich möchte es eigentlich fast ablesen, weil ich finde die Frage wirklich schön und gut. Das ist eine kleine Doppelfrage. Was mich interessiert ist, wie bei dem schon und noch lange anhaltenden Zinsniveau überhaupt im Zinsbereich Ertrag erzielt werden kann über hohe Risiken bei den Bonitäten der Schuldner? Fragezeichen. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß noch, als wir begonnen haben, also in 2010 hatten wir uns eben überlegt, auch zu deiner Anfangsfrage, Florian, zurückzukommen, nochmal, warum haben wir den Fonds aufgelegt? Damals hatten wir auch zum Beispiel auch gerade bei den jetzt Mid-Cap-Bereich in Deutschland viele Unternehmen gesehen, die 4%, teilweise 5%, also die Verzinsung, wo man 4, 5% Verzinsung bei den Unternehmensanleihen gesehen hat, hierzulande. Und haben da eben diese großen Chancen gesehen und auch unter anderem deswegen den Fonds aufgelegt. Und jetzt haben wir natürlich eine ganz andere Situation von der Zinsseite her als vor 10 Jahren. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir jetzt auch wieder zurückblickend oder auch die aktuelle Situation anschaue, gibt es immer wieder Chancen. Also auch im jetzt nehmen wir das letzte Jahr, da hatten wir auch schon, sind wir ins Jahr gestartet mit sehr niedrigen Zinsen. Und dann kam auf einmal eine Situation, im März vor allem letzten Jahres, wo viele sehr, sehr gute, also auch S&P 500 Unternehmen, also wirkliche Large Caps, wo die Anleihen in dieser Ausverkaufsphase im März deutlich gefallen sind. Also wir hatten Anleihen dann teilweise auch gekauft mit Kursen von 80, 85, die jetzt natürlich wieder deutlich über 100 stehen. Also es gibt, gab im letzten Jahr auch wirklich gute Chancen auch im Anleihenbereich. Und ich glaube, das wird man auch die nächsten Jahre und auch in diesem Jahr immer mal wieder in der einzelnen, manchmal gibt es einzelne Branchen oder auch für ganze Länder Chancen sehen, sodass man da dann auch entsprechend zugreifen kann. Im Moment 1,7%, da sieht man schon, es ist die Verzinsung ist nicht besonders hoch, aber bei dem einen oder anderen Unternehmen kann man immer noch sozusagen auch eine Verzinsung bekommen. Also ich hatte jetzt gerade auch wieder ein Unternehmen auf dem Tisch, sogar aus dem DAX mit über 3% Verzinsung bei den Anleihen. Und also man kann sich so solche Sachen anschauen und es gibt immer mal wieder Chancen. Manchmal ist es einem noch nicht, reicht es einem noch nicht, da sagt man, 3% ist noch zu wenig jetzt für das Risiko. Aber es gibt auch in der aktuellen Zeit immer mal wieder Chancen. Und auch wenn ich jetzt nach vorne blicke mit den kurzen Durationen, selbst wenn jetzt auch die Zinsen etwas steigen sollten, würde ich mir da weniger Sorgen machen, weil dann kommen wieder neue Chancen sozusagen und auch höhere Zinsen. Aber ich glaube, selbst in der Phase, wenn die Zinsen da bleiben, von den Notenbanken in dem ganzen Jahr, dann gibt es immer mal wieder die ein oder andere Firma, Branche oder Land, wo man dann auch wieder eine Chance hat, um hier auch eine gute Verzinsung zu bekommen. Okay, vielen Dank. Ja, gut, ein weiterer Punkt, der nicht unser Kernthema, aber er scheint unsere Zuhörer wirklich zu bewegen. Bitcoin oder, um es globaler zu fassen, Kryptowährungen. Also, sorry für die Frage, aber ich muss sie stellen, ja. Bitcoin ist stark gestiegen, tatsächlich, in den letzten Monaten. Ich habe auch zuletzt gelesen und darf mich gerne korrigieren, dass der gesamte Kryptomarkt mittlerweile über 1 Billion US-Dollar Volumina hat. Also da kann es einem natürlich schon schwindelig werden. Und ich versuche wieder sozusagen die ganzen Fragen in zwei Fragen zusammenzufassen. Die eine ist leicht provokativ mal, ist es eine Spekulationsblase oder ist es eine neue Assetklasse? Und die zweite Frage, die darauf dann aufbaut, für die Zukunft, jetzt für uns gesprochen im Hause DoD, ist das für uns ein Thema, wo wir uns darüber unterhalten müssen? Müssen wir uns dessen annehmen? Und spielt es vielleicht auch mal in der Zukunft sozusagen eine Rolle für den Zins und Dividende? Ja, gerne. Ja, also da gibt es natürlich jetzt viel dazu zu sagen. Ich glaube, ich vergleiche oft den Kryptomarkt oder auch Bitcoins mit dem Goldmarkt. Und im Moment sind wir in der Situation, dass
Du hast die 1 Billion Dollar angesprochen. Im Gold, der ganze Wert des gesamten Goldes ist natürlich deutlich höher weiterhin. Da sind wir wahrscheinlich eher beim Zehnfachen. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber sicher das Vielfache noch von den Kryptowährungen beziehungsweise von den Bitcoins. Auf der einen Seite. Und hier muss man natürlich gerade, wenn man jetzt diese zwei, wenn man jetzt Bitcoins und Gold miteinander vergleicht, bei Bitcoins hat eine gewisse, also da das Angebot ist da begrenzt. 21 Millionen Bitcoins, ich glaube 12% ungefähr, ganz grob, können noch geschürft werden. Also es ist nicht, sozusagen, es ist nicht viel, das Angebot hier. Und bei Gold wird auch, sozusagen, es wird auch immer schwieriger, Gold zu fördern, keine Frage. Aber es wird auch immer wieder auch neues Gold gefunden. Also hier sehe ich sogar auch so einen gewissen Vorteil für die Bitcoins. Aber auf der anderen Seite haben wir das große Thema Regulation. Und hier kann natürlich, das ist auch sehr, sehr schwer einzuschätzen und möchte ich auch gar nicht hier einschätzen. Aber es ist auf jeden Fall ein Risiko, das kann man mit Sicherheit sagen. Und weil man nicht genau weiß, wie stark werden jetzt Bitcoins oder Kryptowährungen reguliert in einzelnen Ländern. Und ich glaube schon, dass es eine Asset-Klasse bleibt oder wird. Nichtsdestotrotz hat man natürlich bei den Bitcoins auch deutlich mehr Risiko aufgrund des regulatorischen Umfeldes. Hier weiß man nicht, was kommt. Das kann den Preis sehr, sehr schnell noch stärker bewegen, als er sich ohnehin schon bewegt. Nach oben theoretisch auch, aber natürlich vor allem nach unten. Also hier sozusagen Chancen vielleicht höher bei den Bitcoins, aber die Risiken natürlich erheblich höher, selbstverständlich auch. Und man muss es sich anschauen, ganz wichtig, den Bereich, nicht nur Blockchain natürlich, sondern wirklich auch Kryptowährungen, vor allem auch, welche Unternehmen sind da stärker engagiert, welche sind da weniger stark engagiert. Also das ist für uns im Research seit längerem ein Thema, auch jetzt so gerade auch von der Unternehmensseite her, welche Unternehmen sind da, bei welchen Unternehmen macht es, bei den einen Unternehmen macht es vielleicht 2% vom Umsatz aus, bei den anderen 5%, aber nichtsdestotrotz sind teilweise große Unternehmen, das sind schon dann ganz schöne Volumina, und deswegen bleibt das, glaube ich, auch ein interessantes Thema für die Zukunft. Okay, vielen Dank. Jan, ein weiterer Themenblock und auch der wenig überraschend, wir haben tatsächlich hier sehr, sehr viele Fragen, ist nochmal Corona. Ich denke, du bist ja schon mal ganz gut darauf eingegangen, auch wie wir darauf reagiert haben im letzten Jahr. Wir haben hier Fragen von Herr Dr. Welche Erwartungen haben Sie? Was glauben Sie, wie geht es weiter? Was machen die Impfungen? Welche Auswirkungen kommen noch auf die Märkte? Ich versuche mal so eine Klammer darum auch hier wieder zu setzen. Mit welchen Szenarien beschäftigen wir uns ja? Ja, wir denken ja oft in Szenarien und entsprechend wird das Portfolio ausgerichtet. Was sind vielleicht so ein, zwei Szenarien für uns mit entsprechender Wahrscheinlichkeit? Und die Gretchenfrage natürlich auch wieder hier. Wie ist der Zins und Dividende allokiert? Vor allen Dingen, wie ist er gerüstet, wenn das ein oder andere noch eintreten soll? Thema dritte Welle. Ja, ein schwieriges Thema. Ich glaube, was wichtig ist, sich auch Länder anzuschauen, wie jetzt beispielsweise Israel. In Israel wurden schon über 20% der Bevölkerung haben schon ihre zweite Impfung erhalten. Also nicht nur die erste, sondern 20% haben schon die zweite Impfung erhalten. Und ich glaube, bei der ersten Impfung sind es auch schon, weiß gar nicht, jetzt 30, 40%. Aber hier wird man natürlich sehr schnell und wahrscheinlich schon in einigen Wochen sehen, welche Auswirkungen das auf die Infektionszahlen haben wird und natürlich auch auf die Sterbezahlen. Und ich glaube, dass man da gerade an Israel sehr gut sehen kann, wie die Entwicklung dann auch einige Monate später dann in Europa oder in Deutschland sein wird. Und ich glaube, dass das ganz, ganz entscheidend ist, darauf zu achten. Und ganz generell, nur jetzt mal aus meiner Perspektive hier sozusagen, wir sind hier in Pullach im Süden von München und zumindest man muss, glaube ich, auch die ein oder andere optimistischere Sache sagen. Wir sind immer noch sozusagen bei einer Inzidenz von 50, aber zumindest waren schon, glaube ich, bei fast 300. Also deswegen, also die Zahlen sind jetzt hier auch etwas in dem Umfeld rückläufig.
Und ich glaube, man muss auch so ein bisschen noch ein, zwei Sachen sagen, die dann auch optimistischer sind. Also auch die Zahl jetzt hier, ich habe mir gerade mal angeschaut, auch von der Zahl von den Infizierten hier in München hat sich auch gedrittelt, also die aktuell infiziert sind. Also und auch das Gleiche gilt für auch Kranken, also gesamte Personen, die in Krankenhäusern sind, hier vor Ort. Also ich glaube, man muss da auch einige Optimisten, auch ein bisschen optimistisch in die Zukunft blicken bei allen Problemen, die es da gerade gibt. Aber vielleicht viel wichtiger natürlich für den, jetzt für Sie, für den Fonds. Ich hatte schon auch genannt, es gibt so die eine oder andere Branche, die sich auch wieder schnell erholen wird oder beziehungsweise erholen wird. Das ist ja schon mal wichtig. Pharmasektor hatte ich genannt. Bei den ein oder anderen Firmen muss man, glaube ich, auch immer noch vorsichtig bleiben, auch langfristig. Retail hatte ich auch schon genannt. Und deswegen auch so ein bisschen, ich habe diesen Sektor, die Sektordarstellung, zeige ich immer gerne, dass man doch auch diversifiziert sein muss über die Sektoren, und dann in den Sektoren versucht, dann auch da die besten Unternehmen zu finden, die eben auch jetzt gut durch die Krise gekommen sind und dann halt auch sozusagen gestärkt auch aus so einer Krise dann hervorgehen. Okay, verstehe, verstehe. Vielen Dank. Ja, mit Blick auf die Uhr, eine Frage noch. Ich denke, das passt noch schön, eben zum 10-jährigen Geburtstag. Wir haben uns über die letzten 10 Jahre unterhalten, aber lass uns noch über die nächsten 10 Jahre sprechen. Ich picke hier tatsächlich auch wieder eine Frage vom Kunden, weil ich finde ich sehr schön, die Aussage. Das ist ein Hamburger Partner von uns. Herr Dr. Ehrt, die Performance der letzten 10 Jahre hat mich und meine Kunden sehr gefreut. Aber was können Sie mir denn für die nächsten 10 Jahre versprechen? Ja, auch eine gute Frage. Also ich bin nicht so, ich bin, was die Aktienmärkte angeht, weiter optimistisch. Und ich glaube auch, dass die, klar, von der, bei den Anleihen ist natürlich die Verzinsung niedriger aktuell als vor 10 Jahren. Nichtsdestotrotz wird es da Chancen geben, meiner Meinung nach. Und da kann man auch mit einer positiven Rendite rechnen. Aber für die Aktienmärkte bin ich nicht negativ. Also ich hatte einige Bewertungen gezeigt, freien Cashflows sehen gut aus. Als Aktien relativ auch zu vielen anderen Anlageklassen, jetzt nicht nur im Vergleich zu Anleihen, ist meiner Meinung nach weiter attraktiv. Unternehmen kann man auch meist nicht sehr, sehr stark besteuern, oder nicht zu stark besteuern, weil da hängen dann wieder Arbeitsplätze dran. Das ist doch im Endeffekt wichtig, also das ist wichtig. Und so dass ich für die Aktien nicht negativer bin als jetzt für die vergangenen 10 Jahre. Also da würde ich wirklich sagen, also ich bin die Aussichten sind jetzt nicht schlechter, als sie vor 10 Jahren waren oder zu irgendwelchen Zeitpunkten, oder vor 5 Jahren zum Beispiel. Also da würde ich genauso optimistisch auf die nächsten 10 Jahre blicken. Was die Bewertungen angeht, es wird sicherlich einige Sachen passieren in den nächsten 10 Jahren. Vielleicht wirklich mehr Staatseinfluss, mehr fiskalpolitische Maßnahmen, hier Sektoren, die wichtig sind, mehr wertorientierte Anlagen, Thema Nachhaltigkeit. Also das sind, glaube ich, wirklich wichtige Themen für die kommenden 10 Jahre. Und da bei der Unternehmensauswahl sollte man da, glaube ich, sehr genau drauf schauen. Das sind Ja, das wären so einige Themen. Und ich hoffe vielleicht auch mehr Transparenz in den nächsten 10 Jahren. Also das hat jetzt nichts mit der Performance zu tun, aber ich hoffe auch, dass sozusagen in die ganze Branche noch mehr Transparenz reinkommt. Das wäre so ein Wunsch, glaube ich, oder eine Erwartung auch. Und dann vielleicht auch wirklich mehr Interesse auch. Vielleicht kann man dann auch so den einen oder anderen Anleger, der im Moment sozusagen eher sich für GameStop interessiert, vielleicht dann auch irgendwann mal dann auch zum Zins und Dividende bringen. Macht in meinem ausgewogenen Portfolio auf alle Fälle Sinn. Gut, ja, wie gesagt, in Anbetracht der Zeit, Jan, vielen Dank nochmal für deine Ausführungen, jetzt auch nochmal dass du uns Rede und Antwort gestanden bist für die Fragen. Wie gesagt, die anderen Fragen beantworten wir bilateral. Ja, ich versuche nochmal so ein kleines Fazit vielleicht zu ziehen. Ich habe mir einige Dinge notiert. Lassen Sie es mich so formulieren. Ich hoffe, ich glaube, wir konnten Sie heute weiterhin davon überzeugen, dass wir für Sie die Profis, die Fachleute sind, denen Sie das Geld Ihrer Kunden anvertrauen können. Der Zins und Dividende ist und bleibt ein Basisinvestment, ein Einstiegsprodukt, ein Allwetterfonds, ein
Core-Produkt, nennen Sie es, wie Sie möchten, er gehört in jedes Depot. Er liefert seit 10 Jahren eine konstant gute Top-Leistung wirklich. Und vor allen Dingen, wenn Sie den richtigen Mix suchen aus Chance und Sicherheit, dann sind Sie bei uns richtig. Und den erlauben Sie mir noch zum Schluss den persönlichen Kommentar. Und Jan, du hast das auch schon so ein bisschen in die Richtung eigentlich öfters formuliert. Also tun Sie etwas für das Vermögen Ihrer Kunden. Das große Risiko ist nicht, investiert zu sein, sondern das Risiko ist, nicht investiert zu sein. Das ist und bleibt das Umfeld. Ich denke oder hoffe, das kommt mir Ihnen nochmal gut mit an die Hand geben. Und ja, zu guter Letzt möchte ich Sie noch kurz auf unsere nächsten Veranstaltungen hinweisen. Natürlich versorgen wir Sie weiter mit einem guten digitalen Service, wie Sie es von unserem Haus gewohnt sind. Es stehen die nächsten Webkonferenzen an für den DOD Mittelstand und Innovation, vor der letztes Jahr sehr gut gelaufen ist, hat über 25% Alpha alleine generiert, wird gemanagt von René Kerkhoff, der wird Ihnen am 4.3. Rede und Antwort stehen. Am 15.4. der DOD Alpha Global, ein offensiver Mischfonds mit der Spezialität, dass er die Aktienseite thematisch orientiert allokiert. Dieser Fonds hat letztes Jahr in seiner Kategorie Platz 1 belegt, hat den Scope Award gewonnen. Auch hier werden Ihnen Florian Bohnet und Moritz Rehmann am 15.4. Rede und Antwort stehen. Darüber hinaus die bekannten Plusnus-Webkonferenzen mit meinem Kollegen Mario Künzel. Das ist immer aus der Praxis für die Praxis gesprochen. Und auch auf der rechten Seite finden Sie unsere Partner-Events, Bündnis für Fonds, Vorbild für Digital, wie Sie es von uns natürlich gewohnt sind. Eine Neuigkeit haben wir noch, die Vorgipfel-Akademie. Das ist tatsächlich druckfrisch, die ist jetzt fertig geworden. Da richten wir uns mit unserem Service an alle Partner, die Financial Planner sind. Das heißt, die Credit Points sammeln dürfen und müssen. Hier haben wir sozusagen einen virtuellen Schulungsraum geschaffen, der für Sie vom 19.3. bis zum 28.3. geöffnet ist. Sie können diesen jederzeit besuchen. Wenn Sie diese Akademie abgeschlossen haben, erhalten Sie von uns 6 Credit Points für Ihren CFP. Gut. Darüber hinaus sind wir natürlich auch weiterhin persönlich, stehen wir Ihnen zur Verfügung. Hier sehen Sie ein paar freundliche Gesichter unsererseits. Wir freuen uns, wenn wir von Ihnen hören. Wir freuen uns auch wieder natürlich, wenn wir persönlich bei Ihnen vor Ort sein dürfen. So lange stehen wir Ihnen gerne virtuell auch zur Verfügung mit Beraterworkshops, Beraterschulungen, wie Sie es gewohnt sind. Jederzeit gerne. Und ja, zu guter Letzt natürlich der Gruß aus unserer Rechtsabteilung, die rechtlichen Hinweise. Sie kennen das, auch das ist wichtig. Am Ende möchte ich mich aber vor allen Dingen nochmal bei Ihnen im Namen der DOD Capital AG bedanken, Ihnen alles Gute wünschen, geschäftlich natürlich, aber ich denke, vor allen Dingen im Moment noch wichtiger persönlich, bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gesonnen im Sinne der heutigen Webkonferenz. Wir freuen uns auf die nächsten 10 Jahre gemeinsam mit Ihnen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön, auf Wiedersehen. Danke auch von meiner Seite.